kommen damit dann noch zum Schluss. Wir könnten vielleicht in der Diskussion noch etwas sagen über die Feuerbestattung und ihre zentrale Funktion, über den Anspruch der Freidenkerbewegung, eine dritte Säule neben Gewerkschaft und Politik innerhalb der Partei zu sein, das aber dann abgelehnt wurde von der Partei, und damit vielleicht noch zwei Sätze zum Schluss über die Bedeutung des organisierten Atheismus insgesamt. Es scheint so, als ob dieser in der verwandtlichen Form und in Anlehnung an wen auch immer in modernen Gesellschaften weitgehend funktionslos geworden ist. Zwar existieren nach wie vor derartige Gruppen, aber sie kommen über ihr gesellschaftliches Nischendasein nicht hinaus. Das von ihnen beanspruchte Wächteramt, ein Begriff eigentlich aus der evangelischen Theologie, keine Kirche, Drittes Reich und so weiter, über die religiöse Neutralität des Staates und gegen jede Überprivilegierung einzelner Weltanschauungsgruppen und Religionsgemeinschaften wird im demokratischen Rechtsstaat von den Verfassungsorganen selbst wahrgenommen. Darin unterscheidet sich die Entwicklung seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundsätzlich von unserem Berichtszeitraum. Es fällt dem Historiker nicht leicht, am Ende dieses Streifzugs durch die Geschichte des Freidenkertums etwas zu diesem Thema aus heutiger Sicht zu sagen. Einerseits werden alle Aussagen über Vergangenheit aus der jeweiligen Gegenwartssicht des Betrachters formuliert. Eine Darstellung aus heutiger Sicht ist also eigentlich selbstverständlich, anders kann man gar keine Sicht haben. Man kann sich hineindenken, wie die Leute damals argumentiert haben und warum sie es getan haben, aber man, die Zusammenfassung kommt immer von heute. Andererseits hat es hier seine Berechtigung, nach dem Ertrag zu fragen. Am leichtesten beantworten lässt sich diese Frage vermutlich aus sozialgeschichtlicher Perspektive. Hier haben sich die Rahmenbedingungen so grundlegend verändert, etwa das Denken in Klassenkategorien, der weitgehende Verlust eines sozialistisch-freidenkerischen Milieus, innerhalb deren sich relativ autonom, das heißt ohne Gebildete in den eigenen Reihen, freidenkerisches Ideengut reflektieren ließ. Auch scheint der Typus, was ich für sehr wichtig halte, der linken Volksschullehrer nahezu ausgestorben, die sich als intellektuelle Wort- und Meinungsführer an die Spitze des proletarischen Freidenkertums setzten oder dies versuchten, nicht immer erfolgreich, weil die Klienten häufig nicht schauten, aus welchen Motiven sich dieses Engagement speiste. Volksbildner im Sinne des Wortes zu sein, war der Anspruch dieser Gruppe, deren Auffassung sich nur selten durch intellektuelle Außenkontakte kontrollieren ließ. Es war sozusagen ein perfekter halbgebildeten Wesen, das sich gerade in diesen Bereichen, also Theodor Hartwig und viele andere, deren hier zu nennen, zeigen ließ. Hinzu trat schließlich das Faktum der Feuererstattung als attraktives Werbemittel, das weit mehr als die freigeistige Orientierung viele Menschen zu Mitgliedern der Freidenkerbewegung machte. Last not least zerstörte der real existierende Sozialismus ein eigenständiges Arbeiterfreidenkertum, obschon seine richtige Religionspolitik praktisch freidenkerisch ausgerichtet war und seine leicht durchschaubare Bündnispolitik mit sogenannten fortschrittlichen bürgerlichen Kräften einzig dazu diente, die Machtfrage im Sinne der SED zu beantworten und die Unterstützung aus dem nichtsozialistischen Lager am Ende fallen zu lassen und damit zu düpieren. Insofern ging es den fortschrittlichen Kräften, darunter auch manchen Kirchenleuten, wie den eigenen Genossen selbst, die sich den Aufbau des Sozialismus in Deutschland nach dem Desaster der NS-Ära ganz anders vorgestellt hätten. Aber das ist ein anderes Thema. Unter welchen Voraussetzungen haben die Religionspolitiker der KPD und SED nach 1945 diesen DDR-Staat aufgebaut? Wo kamen sie her? Wo sind ihre Berührungspunkte mit der Kirche? Und wenn man genau hinguckt, sind das alles Leute, die ihre Primärsozialisation im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, also unter gänzlich anderen Bedingungen erfahren haben und das nach 1945 umsetzten. Also wenn Sie so wollen, eine konservative sozialistische Idee, ein Modell im Kopf hatten, mit dem Sie versuchen, die DDR aufzubauen. Damit will ich schließen.